Hey, ich bin Abe. Und ich soll dir freiwillig alles erklären. Wir sitzen etwa 30 Sekunden in der Blechbüchse fest, während das Monster schon unterwegs ist. Reden wir also über Monsterjagd. Du musst immer dran denken. Hier geht es nicht darum, rumzurennen und die Bösen zu erschießen, als wärst du ein Navy Seal oder sowas. Du jagst auf einem fremden Planeten ein Monster. Das ist anders als alles andere. Du weißt bereits, wie man eine Knarre benutzt und rumrennt. Den ganzen Scheiß. Schließlich bist du ja kein Idiot. Wir zeigen dir, wie man Monster jagt. Es könnte... Naja, es erschlägt einen erstmal, aber nach 3 bis 5 Matches hast du es dann kapiert. Siehst du die blau leuchtenden Spuren? Bedeutet, dieses Arschloch ist erst vor kurzem vorbeigekommen. Bleib an dem Ding dran und hoff, dass es nicht zu viel wächst, bis wir es gefunden haben. Und damit herzlich willkommen in E-Wolf. Und wir begeben uns auf Monsterjagd. Das gute E-Wolf ist... Okay, bleib an der Spur dran. Die andere Hälfte des Teams schneidet dem Monster den Weg ab, wenn es in irgendeine komische Richtung abdriftet. Okay, okay. Wenn beide Hälften zusammenarbeiten, könnt ihr das Monster in die Enge treiben und mit der Kuppel festsetzen. Gut. Was ich sagen wollte, E-Wolf ist zurzeit jetzt auf Steam als Free-to-Play-Titel rausgekommen. Und ja, ich habe gedacht, jetzt wird's mal Zeit, das anzutesten. So. Du bist nah dran, aber wenn du das Vieh findest, macht es die Fliege. Dafür gibt es die mobile Arena. Sie fängt das Monster und zwingt es zum Kampf. Okay, auf geht's. Das Vieh ist hier, aber es wird versuchen abzuhauen. Wenn du die Aufforderung siehst, die Kuppel... Los, schmeiß die Kuppel! Ich komm doch nicht hoch. Na komm. Wo ist es denn? Na komm. Hier erstmal eben. Zeig mal, was du kannst. Setz das Drecksvieh fest. Erwischt. Scheiße, wie ein Profi. Ich wusste, du hast es drauf. So. Lass dir ums Nachladen keine Gedanken. Es gibt keine Munition zum Einsammeln oder so. Okay. Ist die Zukunft, denn es ist überflüssig. Wenn du Ausrüstung hast, die lange zum Nachladen oder Aufladen braucht, steck sie einfach weg. Sie wird sich trotzdem weiter aufladen. Okay, okay. Die gute Nachricht, ihr habt dem Monster scheiß viel Schaden zugefügt. Die schlechte Nachricht, die Kuppel ist weg und das Biest kann abhauen. Okay, die Kuppel ist weg und das Monster wird abhauen. Da kannst du jetzt nichts gegen tun. Ich weiß, du willst die Kuppel nochmal einsetzen, aber das geht gerade nicht. Wir haben zwar eine fortschrittliche Ausrüstung, aber die läuft mit Batterien und die müssen sich neu aufladen. Nichts umsonst. Alles, was wir jetzt tun können, ist das Monster im Blick behalten, bis die Kuppel wieder bereit ist. Das Gute ist, wir haben so Zeit zu üben und vielleicht etwas Neues zu lernen. Du kannst der Spur folgen, während die andere Hälfte versucht, ihm den Weg abzuschneiden. Oder deine Kumpels folgen der Spur, du schneidest dem Monster den Weg ab und ich bring dir ein paar Techniken für Fortgeschrittene bei. Ich glaube, ich folge dem Monster gerade schon. Hörst du das? Das Monster hat Phase 2 erreicht. Es ist größer und stärker geworden. Es brüllt deshalb gerne rum, da fühlt es sich stark, will uns Angst einjagen. Okay. Du kommst diese Klippe oder andere Wände hoch, indem du dich davor stellst und das Jetpack benutzt. Solange du an der Wand bleibst. Die Batterien der Kuppel sind wieder bereit. Setzen wir das Vieh fest und richten etwas scharf. Setz das Vieh fest. Ja. Siehst du seinen Blick? Wenn es entkommt, wird es bestimmt etwas Widerliches anstellen. Meistens will das Monster nicht kämpfen. Du musst es zum Kampf zwingen. Und dafür gibt's die mobile Arena. Mann am Boden. Teamkamerad liegt da und verblutet. Ja, ja. Lauf rüber und hilf ihm hoch, sonst ist bald das ganze Team am Arsch. Help ihm. Das ist Griffin Halsey, der berühmte Monsterjäger. Achte darauf, wann er seine Harpunenwaffe einsetzt, denn dann passieren 2 Dinge. Erstens, das Monster sitzt fest und kann nicht weg. Und zweitens wird es vermutlich... Genau das habe ich gemeint. Kaum werden Teamkameraden kampfunfähig, fällt die Kuppel in sich zusammen. Immerhin haut das Monster meistens ab, wenn das passiert. Dann könnt ihr die Verwundeten einsammeln und euch neu formieren.
Okay, dann mal hinterher. Ich sehe die Spur nicht mehr. Wir müssen sie finden und ihr folgen. Dann läuft's. Okay. Okay, okay. Siehst du das? Da auf dem Boden. Sieht aus wie ein riesiges Arschloch. Das ist eine fleischfressende Pflanze. Nicht lustig. Okay. Trittst du drauf, bist du im Arsch. Aua. Ein Kamerad muss das Biest abschießen, um dich zu befreien. Okay, okay. Eine echt peinliche Art abzutreten, glaub mir. Ja. Das glaube ich auch. Das war auch knapp. So. Ihr seid da. Das Monster ist, glaube ich, hier. So, da ist es hoch, ne? Komm. Noch Probleme? Denk an deinen Planetenscanner. Denk dran, du kannst das Gebiet scannen. Das können nur Trapper. Das macht das ja so cool. Okay, das Gute ist, stärker wird das Monster nicht mehr. Ja. Allerdings bist du jetzt am Arsch, denn ein Phase-3-Monster ist kein Spaß. Du musst dich voll reinhängen, um es zu erledigen. Außerdem braucht das Monster jetzt nicht mehr zu fressen. Jetzt jagt es dich. Okay. Bleibt zusammen und haltet euch bereit. Okay, bleib an der Spur dran. Die andere Hälfte des Teams schneidet dem Monster den Weg ab, wenn es in irgendeine komische Richtung abdriftet. Wenn beide Hälften zusammenarbeiten, könnt ihr das Monster in die Enge treiben und mit der Kuppel festsetzen. Setzt das Vieh mit der Kuppel fest. Nur so hält es lang genug still, dass wir es erledigen können. Okay. Machen wir, machen wir. Haben wir schon gemacht. So. Okay. Behalte deine Kameraden im Blick, damit sie dich heilen können und so. Aber wenn du zu nah bei ihnen stehst, wird das Monster Feuer auf euch speien oder Blitze einsetzen. Also, bleib bei den anderen, aber nicht zu nah. So viel zu schaffen. Okay, okay. Kriegen wir schon hin. Tippe springen zweimal schnell an, um den Jetpack-Schub einzusetzen. Perfekt, um den Felsen vom Goliath auszuweichen. Ja, danke. Du brichst in die Richtung aus, in die du läufst. Wenn du stehst, brichst du nach oben aus. Na komm. Oh. Ja, du bist ein Monster. So, komm. Das ist ein bisschen Blitze. Oh. Du bist gleich hier weg. Ach, Batterie leer. Jetzt komm schon. Verdammt! Du bist ein echt eiskalter Monsterkiller! Du bist vielleicht neu bei der Sache. Aber wenn du einen Phase-3-Goliath erledigen kannst, hast du offenbar alles im Griff. Danke, danke. Gut, das war unsere erste Runde. Und war doch gar nicht so schlecht. Wir gucken mal, dass wir es nochmal eben aus der Sicht des Monsters kriegen und sehen uns gleich da. Wow, schau es dir an. Süß. Nur Spaß, das ist ein Monster. Sehen wir ihn uns näher an. Und da sind wir auch schon wieder. Und zwar sind wir diesmal Goliath. Und wir haben... Ja, wir sollten mal zum Zahnarzt gehen. So. Der nächste Wegpunkt liegt etwas über dir. Wenn du an der Steilwand ankommst, lauf dagegen und halt die Klettertaste gedrückt. Okay, das haben wir geschafft. Der nächste ist noch weiter oben. Also nochmal das Ganze. Nochmal hoch da. Und nochmal. Los, hoch mit dir. Gute Arbeit. Um zum nächsten Wegpunkt zu kommen, musst du springen. Drück die Springen-Taste, während du dich vorwärts bewegst und ziel auf die gewünschte Stelle. Geschafft. Vom Spielprinzip her ist das so ein bisschen wie Dead by Daylight. So, nur dass, wie heißt es? Ja, einmal der Killer erst von den Opfern oder Überlebenden gejagt wird. Nachher selber, dann nachher zum Killer wird. Das Monster hat einen sehr guten Geruchssinn. Einmal geschnuppert und es weiß, wo sich Kreaturen in der Nähe befinden. Die da zum Beispiel. Geh hoch und verpasse ihn ein. Keine Sorge, sie sind gut gemacht. Essenszeit.
Hätte den Essen-Button gedrückt, dann essen wir mal so ein paar. Wenn du oben auf den Bildschirm schaust, siehst du, dass du durchs Fressen Panzerung bekommst. Vorsicht bei diesen Vögeln. Wenn du ihnen zu nahe kommst, fliegen sie los und die Jäger wissen, wo du steckst. Wie gesagt, durchs Fressen bekommst du Panzerung, aber auch Energie für die Entwicklung. Okay. Werfen wir mal so einen Stein da drauf. Ey. Das war's. Du bist jetzt bereit, dich zu entwickeln. Halt die Taste gedrückt, bis du im Kokon bist. Uah. Hier entscheidest du, wie du deine Punkte investieren willst. Mit den Punkten kannst du Fähigkeiten verstärken. Wenn du aus dem Kokon kommst, wirst du riesig sein und bereit für einen Kampf gegen die Jäger. Okay, wir machen mal hier Feuer an. Nee. Hier. Nein? Okay. Greif mit dem Schmettersprung die Mammutvögel da an. Gut gemacht. Gut, essen wir nochmal was. Okay, okay. Aua. Du hast eine Harpunenfalle ausgelöst. Die Jäger nehmen sie aus, um dir das Leben schwer zu machen. Dreh dich um. Ausgezeichnet. Nutze Rammen, um die Gruppe von Läufern auszuschalten. Einfach zielen und los. Okay, das klappt auch schon mal. So, wo war der letzte? Da. Komm, hier. So mag ich es, geröstet. Oh, essen. Oh, bringt uns nichts mehr, ne? Ey. Also ich hätte euch alle getötet. Aber unsere Panzer steigt nicht mehr, ne? Okay, wo müssen wir hin? Wie können wir denn rennen? So können wir rennen. Wo müssen wir denn jetzt hin? Siehst du die anderen Läufer da? Probieren wir den Felswurf aus. Halte die Taste gedrückt, um zu zielen, und lass sie dann los. Okay. Welche anderen Läufer wieder? Geschafft! Und dann wäre da noch der Feueratem. Benutz ihn bei den Läufern da. Bei welchen Läufern? Da oben. Gut, machen wir das mal. Oh nein. Ich wollte doch hier Feuer machen. Knusprig. Gut. Okay. Das große Fieder ist ein Elite-Gegner. Das erkennt man an der Farbe. Hast du ihn getötet, friss ihn, um einen kurzzeitigen Vorteil zu bekommen. Die verschiedenen Kreaturen geben unterschiedliche Vorteile, aber dazu später. Der hier ist sicher gefallen. Dann essen wir den mal. Okay, 10% Schaden. Und dann mal auf zum Wegpunkt. Zack. Und da kommen sie doch schon. Die Jäger. Da sind sie. Da kommen die Jäger. Aufgrund des bestehenden Interessenkonflikts gebe ich dir während des Kampfs keine Tipps. Denk einfach über deine Fähigkeiten einzusetzen, dann wird es schon. So.
Wir machen erstmal hier den Medic kaputt. Na, komm. Auch fast tot. Gut gemacht. Wie sieht's aus bei uns? Hat er sich nicht auch schon mal getötet hier? So. Gute Arbeit. Da haben wir ihn doch. Und wir sollten wirklich zum Zahnarzt. Okay. Wenn euch das erste angezockt Video von Evolve gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und wir werden mal noch uns das Spiel weiter angucken. Bis dann, euer Sepp. Ciao.